So, hallihallo meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Sniper Elite 4. Wir machen genau an dieser Stelle weiter. Hier. Ich weiß noch nicht wie, aber... Ja, ich weiß nicht, wer hier zuerst von den Schaftigen... Okay, dass der mich sieht, das ist jetzt klar. Aber von da aus wird es auch schwierig, weil der dahinter ja auch noch da ist. Und dort ist auch noch irgendwo einer. Nicht markiert. Ach nee, da hinten läuft er. Dort rechts. Boah, boah. Deswegen sind die da hinten so viele, weil... Weil man hier hinter eventuell... Naja, ich meine, hier ist auch noch genug. Oh, es ist nicht einfach durchzukommen. Wir haben zwar schon ein paar weggemetzelt, aber es ist, also ohne gesehen zu werden, ist es fast unmöglich. Ja, das, ich glaube, das wird da nicht. Ich glaube nicht. Das hört er doch, oder, wenn ich hier durchgehe? Ich habe gerade überlegt, wie ich pfeife. Aber da kommt er jetzt nicht so schnell. Warum machen die immer so einen Bogen? Ja, sorry, mein Freund. Ja, so dauert das nun mal. Oh, schönes bisschen kaltes Glas Kakao, wollte gerade Milch sagen. Damit die Stimmbänder wieder beflüssigt sind und wir ein bisschen weiter sprechen können, ne? Oh, da gibt es schon wieder Herzklabaster, Flattern und so weiter. So. Wir fangen jetzt hier von oben nacheinander an. Oh, wenn der reinspaziert. Ja, das ist ein guter Moment. Oder ich gehe schon mal hinterher. Also schon mal hin. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht auch nicht. Wir werden das gleich erfahren. Was hat denn der da hingehauen? Ach, ein Apfel. Ja, muss auch mal sein. Ein Boy Skin. Oh, der ist da oben. Hey, pst. Typ. Scheiße. Ich habe mir schon gedacht, wenn ich den jetzt umniete, hört er das oder ich muss den dann direkt auch töten? Ich weiß bloß nicht, wie ich hochgekommen wäre so schnell. Aber er hat's gut gemerkt. Er darf bloß nicht noch mehr alarmieren, wollte ich sagen. Durch den Nebel sieht man den noch kaum. Ah, da wird es heiß sein. Da sucht noch jemand sein Mate, ne? Was geht ab?
So, jetzt geht das ja mit dem. Direkt schon hinterher. Ich drück doch eh und pfeif nicht. F war doch, pfeifen. Toll, wo gehst du nur jetzt hin? Hier fallen lassen? Ich hab doch gedrückt gehalten, hallo? Er wirft ihn. Nee, das ist mir jetzt zu heiß hier. Das ist mir zu heiß. So. Sorry, dass der gerade die Sprachnachricht hier angemacht hat, Mensch. Wollte mich doch muten vorher. Schlamperei. Passiert halt auch mal. Aber jetzt habe ich gemütlich geantwortet und jetzt ist alles tutti frutti. Direkt an der Tür warten wäre doch zu einfach, oder? Ich hab's aber noch im Urin, oder? Oder im Blut? Vielleicht? Was meint ihr? Hat er doch mal wieder was? Nothing else to find. Natürlich, den müssen wir mitnehmen. Den müssen wir mitnehmen. Frage ist, gibt es hier auch irgendwie eine Stelle? Nee. Boah. Ich würde ungern eigentlich wieder nach da hinten rennen, aber wenn es nicht anders geht, mache ich das natürlich auch. Alter, das war aber gerade ein Mega-Leck. Schon wieder. Hallo. Verlass mich nicht. Das war auch gerade zu leer. Ah, auch eine dumme Idee hier. Das lassen wir mal lieber. Wir bringen den erstmal weg. Muss alles seine Ordnung haben. Nein, ich kann ja auch gerne Pause drücken. Wir sehen uns da hinten wieder, aber wenn wir ein paar Minuten länger aufnehmen, ist das auch nicht so schlimm. Ihr denkt, ich habe hier noch gehackt oder gecheatet.
So, dann machen wir jetzt trotzdem hin. Das will ich mir jetzt mal angucken. Oh, hier kommen wir dann auch schön wieder nach links. Was ist denn dort? Keine Ahnung, irgendwas blinkt. Starrheit dieser Kamera ist manchmal nervig. Da unten war, oder? Hast du gerade beleuchtet, ja. Das ist er. Hör da, geh doch mal nach links, Junge. Ja, mit der K. Ach da! Nee, da ist er! Die Sau! Alter! Die musst du erst mal sehen! Oh! Blöd, wenn man da hängen bleibt. Schwein, du! Hey! Was sie? Oh, was sind ja noch mehr? Sagt der Kran, nix. Auch nix. Ich wollte doch gar nicht so weit hochgehen. Hallo? Nee, das wollte ich nicht. Oh, Kacke. Hm? Hier, so ist in Ordnung. Wir wissen ja gerade, da war nichts. Da brauchen wir auch nicht nochmal dumm mit unserem Fernglas rumgucken in die Luft. Und ich kann es gucken in die Luft spielen. Wer guckt da gerade? Der Sniper. Aber da, wo man einen befürchtet hätte, war keiner. Was ist das? Okay, von Roy. Müssen wir mit markieren. Und dieser Sniperman, der geht mir da schon besonders auf den Trichter. Da. Schauen wir mal. Natürlich kann ich ihn auch einfach wegschießen. Was die Sache besonders einfach macht. Der ist jetzt geradeaus. Mhm. Ja, in die Richtung müssen wir. Aber hier rechts. Ah, nee, das ist nach rechts gesehen. Ah, hier hin. Okay. Ja, ist trotzdem okay. Ja. Aber wisst ihr? Ich meine, in der ersten Folge hatten wir auch wieder keine Actioncam, ne? Wird eigentlich auch mal wieder Zeit. Ja, dafür ist doch Uwe, denke ich, hier. Und ich weiß nicht, ob hier noch ein, zwei andere sind, so viel mehr sind es dann auch nicht, oder drei. Vielleicht noch Klaus, Küsing noch. Vielleicht Kater, keine Ahnung. Ich komme jetzt in den Sinn. Die wollen doch hier was sehen. Ja, während das kleine Arschloch da wegkrabbelt. Ab geht das hier. Ja. Und schleich mal in ein neues Versteck. Ja, tut mir leid. Ich weiß auch nicht, warum die Kamera so schnell weggeht. Gedrückt habe ich nicht. Yippie, nächster. Ich hoffe, euch entdeckt keiner.
Ganz in Frieden. Okay. Wir müssen auf den LKW aufpassen. Ich weiß aber nicht, ob hier noch irgendwo ein Sniper rumschlingert, aber das werden wir dann erfahren, wenn es soweit ist. Erstmal kümmern wir uns um die Leichen. Ja, Minenfeld gibt es ja auch noch, fällt mir ein. Train tracks. Also können wir uns rantreiben, was wir nicht führen. Ja, das machen wir gleich, das machen wir gleich. Nächster kommt nämlich schon wieder das Auto. Scheiße. Ah, du hast nichts gesehen, zum Glück. Was ist da gelb? Aha. Offizier. Was ist denn bei Unfall? Passiert da was? Wie viele sind denn informiert? Zwei. Das können wir jetzt lassen. Noch mehr informiert. Ah, ich glaube, das wird auch nichts. Sehe. Wo ist er denn? Ach nee, da haben wir doch viel zu viel verballert hier. Den anderen noch. So ist es doch viel besser. Natürlich könnte der LKW die jetzt sehen. Ich meine, irgendwann ist die Action, wenn wir die Dinger da kaputt machen müssen. Ich würde damit zerstören können, aber irgendwie reagieren die ja auch nicht immer, ne? Die reagieren ja auch nicht immer, wenn man dann einmal was angefangen hat, dann passiert da auch noch. Ja, jetzt kommt nämlich der LKW. Dann laufen die da dann auch anders. Mal gucken, ob der reagiert. Ja, scheint den überhaupt nicht zu jucken, als wenn da gar keiner liegt. So ist das halt. Wo ist denn der hingepackt? Juckt gar keine Sau. Aber ein schöner Busch ist da. Ja, egal, soll uns direkt recht sein, alles gut. Wo der hingepackt ist, wissen wir nicht. Aber wir haben uns direkt um die gekümmert. Eliminiert.
Oh nee, jetzt kommen wir. Woher kommt denn der hin? Her, nicht hin. Komm, Junge. Hä? Der ist aus Versehen verstorben durch einen Unfall mit den Kisten und den hat es mit erwischt. Kiste ist da hingefallen. Also noch einer. Ach Mensch. Jetzt kommen sie aber alle hier an den einen Fleck, ja, siehst du? Ja, so hab ich. Ach, nee. Oh, ich muss nur auf den LKW aufpassen. Bisschen kalt, ne? Ein bisschen Wärme am Feuerchen ist ja legitim. Ist okay. Ja. Ja, in dem Moment fährt der LKW wieder vorbei, das ist ja okay. Can't find anything else. Oh, gibt's ja irgendwie was Tresormäßig oder so. Nichts weiter versteckt. Oh, eine Liebe hier. Oh, ich denke mal schon, also die Map an sich, das sieht ja richtig schön aus und im Winter haben sie ja weniger versteckt, ja? Okay, kann natürlich sein. Eventuell ist ja auch ein bisschen kleiner. Die Map. Aber nichtsdestotrotz. Schön. Ah, hier gibt es noch Schüsse. Aber wo ist denn der Typ? Ist denn der? Ach, da! Bremerhaven. Na, wenn jetzt auszusehen der LKW in die Luft fliegen würde, hä? Würde das jemand mitkriegen? Da sitzt aber noch einer drin. Oh mein Gott. Nee.
War mal Versuch wert. Gleich von Anfang an machen müssen. War noch einmal kurzen. Oh, das ist jetzt zu weit weg. Komisch, der da drinnen sitzt, der kriegt nichts davon mit. Was ist denn, wenn ich das mit Unterschallmuni mache? Ist auch jeder mit? Nur der eine. Ach ja, wie ich das vermisst habe. Und die Boys sind am Rennen. Oder nur der eine? Ne, alle. Alle informiert. Na dann, wenn wir einmal hier so weit sind, na also, ich sag's euch. Dann nimm mal die volle Dröhnung. Immer schön unten bleiben. Und da fliegt die Kugel weg. Was sind die denn? Ach, dort unten. War mir schon klar, dass die Sau da lang geht. Okay, jetzt ist der auch noch informiert. Da können wir den auch noch wegschießen. Hätten wir sowieso irgendwann. Nicht ganz getroffen. Können wir dann jetzt überhaupt noch die Aufgabe schaffen? Thank you.
Da hinten ist noch einer. Oh, Offizier. Komm her. Hatte nix, da können wir hier schon mal eine Bombe ranmachen, würde ich sagen. Oh, da kommt noch einer. Boah, voll aufgeblasen, das Ding. Ja, explodiert halt nun mal. Kann man nichts machen. Alle Vorsätze wieder gesprengt. So, können wir die Aufgabe trotzdem noch erledigen? Ja. Das heißt, wir können ja auch mal speichern. In dem Moment geht er runter. Echt heftig in Stellung. Ja, toll, es wird rot und beide nebeneinander da. Komm doch jetzt da raus, Junge. Versteckt, versteckt. Blas den Schädel weg hier. Schluss jetzt. So, dann nehmen wir wieder unsere sehr ruhige Schallimuni. Und dann, ja. Würde ich sagen, geht's schon in die nächste, dritte Folge hier. Ja. So schnell geht das. Dass die Folge schon wieder rum ist. Aber es macht natürlich auch wieder riesig Spaß. Ich hoffe euch natürlich auch beim Zuschauen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare oder lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr keinen Bock habt zu schreiben, da weiß ich da auch Bescheid. Und ja, wir werden es auf jeden Fall durchspielen und ja, mal sehen, wer dabei ist. Dankeschön auf jeden Fall und schönen Tag, Abend, was auch immer euch noch. Und ciao.